Espresso. Moin, moin zur heutigen Ausgabe vom Vespresso. Und der Vespresso hat auch in diesem Monat, im wunderschönen Juni, einem Sommermonat, ein Monatsthema. Und zwar geht es um das Thema, ich reise mit meinem Tier. Ja, der Urlaub steht an. Vielleicht hast du auch schon etwas geplant, gebucht für dich und dein Tier oder aber dein Tier bleibt zu Hause, was ja auch durchaus möglich ist. Vieles muss man so oder so dann vorbereiten, egal ob das Tier mitkommt oder aber zu Hause bleibt. Und ganz wichtig ist, im ersten Step mal zu checken, wie schaut es denn mit den Impfungen aus? Wenn dein Tier nämlich mit in den Urlaub fährt, dann muss dein Tier bestimmte Impfungen noch gültig haben. Und deswegen nimm den Impfpass, ab zum Tierarzt, lass das checken. Und wenn du eh schon mal da bist, lass auch direkt mal den Chip auslesen von deinem Hund oder deiner Katze und prüf mal, ob die Daten, die darauf sind, noch aktuell sind. Und ist auf dem Chip nichts verzeichnet, dann aber schnell lass dein Tier bei Tasso registrieren, damit es auch im Fall der Fälle zu dir zurückfindet. Ja, warum weise ich darauf hin? Es passiert wirklich ganz oft, dass die Leute das vergessen. Die denken, ach, da kümmert sich schon irgendwer drum. Nein, es ist deine Aufgabe, sich darum zu kümmern. Deswegen lass dein Tier registrieren. Denn sonst ist der Chip völliger Nonsens, der da drin ist. Und es wäre doch schade, wenn dein Tier dich verliert und du nicht weißt, scheiße, wo ist es? Ne? Denn wenn dein Tier gefunden wird, dann ist das Auslesen vom Chip total einfach und dein Tier könnte im Nu wieder bei dir sein. Also wirklich, mach das, es ist kostenlos, das Tier bei Tasso zu registrieren. Lass das nochmal checken. Wenn dein Tier zu Hause bleibt, hast du sicherlich jemanden, der sich um dein Tier kümmert. Und dann hilf diesem Menschen, alles bestmöglich zu machen. Mach am besten eine Liste, eine Auflistung, wie so eine Art kleines Handbuch. Was mag dein Tier, was mag es nicht, was frisst es am liebsten? Wovon bekommt es vielleicht Bauchweh oder Durchfall oder ja, wird krank? Was ist Gift für dein Tier? Ja, denn es gibt Menschen, die im Umgang mit einem Haustier gar nicht so geschult sind. Die meinen das zwar gut, die lieben dein Tier, aber die wissen zum Beispiel nicht, dass vielleicht eine ganze Packung Knoblauch für deinen Hund nicht so toll ist. Oder die wissen vielleicht auch nicht, dass wenn dein Hund die ganze Butter auffrisst, unter Umständen wirklich mit der Bauchspeicheldrüse ein Riesenproblem haben kann. Das sind so Punkte, notier das, ne? Dass alles zwar gut gemeint ist, aber besorg vielleicht wirklich Leckereien, die haltbar sind, die auch länger halten und positionier die und sag so, das sind die Leckereien und von denen darfst du jeden Tag so und so viel geben. Wo bist du erreichbar? Das ist auch ganz wichtig. Welcher Tierarzt soll aufgesucht werden? Gibt es Erkrankungen, die dein Tier schon mal hatte? Weil wenn zum Beispiel dein Tier zu einem Notdienst habenden Tierarzt oder in eine Tierklinik muss, dann kennt die Person, die dann da dein Tier betreut, das Tier ja nicht. Und deswegen ist es immer ganz wichtig zu wissen, was gab es denn schon mal für Erkrankungen und so weiter und so fort. Also es gibt so ein paar Dinge, die solltest du wirklich vor der Fahrt in den Urlaub berücksichtigen. Hat dein Tier eine Krankenversicherung, eine OP-Schutzversicherung? Leg die Unterlagen dann gut sichtbar hin, dass der Mensch, der dein Tier betreut, wirklich alles weiß. Und auch wenn es ein trauriges Thema ist, besprecht bitte, was passieren soll, wenn wirklich dein Tier versterben sollte. Mir ist das passiert, als ich 2006 verreist bin, ist eines meiner Kaninchen in der Urlaubsstelle gestorben. Das ging ganz, ganz schnell. Und wir haben vorher wirklich darüber gesprochen, was sie tun soll, wenn dieser Fall eintritt. Wir haben beide gehofft, dass es nicht passieren wird, doch es ist leider eingetreten und ich war froh, dass wir darüber gesprochen haben. Was auch wichtig ist, wohin reist du? Also Impfung haben wir ja schon gesagt, aber es ist ein Land, in dem es sogenannte Mittelmeerkrankheiten gibt. Man nennt sie auch Reisekrankheiten. Insbesondere Italien, Spanien, aber auch Griechenland. Das sind so die Ländereien, wo wir sagen Leishmaniose, Ehrlichiose, Babesiose. Das sind so Erkrankungen, die ja, gibt es dort und ein Tier könnte sich damit anstecken, infizieren. Das muss man einfach wissen, wenn man ins Ausland mit dem Tier fährt. Oder es gibt auch Länder,
ja, da gibt es einfach unter Umständen mehr Zecken. Ne? Österreich, Bayern, das sind so Gebiete, wenn man mit dem Hund da wandern geht, da muss ich natürlich viel mehr drauf achten, hat mein Hund eine vernünftige Zeckenprophylaxe, beziehungsweise auch morgens und abends oder auch zwischendrin immer mal mein Tier durchsuchen, sind da irgendwo Zecken, die ich am besten frühzeitig, ja, entferne. Also es gibt schon so ein paar Dinge, die du da wirklich berücksichtigen solltest, wenn du mit deinem Tier in den wohlverdienten Urlaub fährst. Und ich meine, wir machen uns Gedanken über uns, über vielleicht eine Reiserücktrittsversicherung, über ja das Domizil dort und wo sind wir. Und deswegen beim Haustier auch so ein paar Punkte berücksichtigen, das ist absolut nicht verkehrt. Dann kann der Urlaub kommen und ja, das war unsere erste Folge für unser Monatsthema. Solltest du noch eine gezielte Frage haben, schreib uns gerne. Du findest uns bei Tierisches Wissen. Dann schreib uns gerne deine Frage und wir gucken mal, ob wir dir helfen können. Und ansonsten wünschen wir dir schon mal einen schönen Juni, einen wunderschönen Urlaub und bis bald zum nächsten Vispresso. Espresso wurde dir präsentiert von Tierisches Wissen.